Willkommen zurück in der zauberhaft modifizierten Welt von Morrowind, meine Freunde. Ich bin ein bisschen woanders, wie ihr sehen könnt, da ich das letzte Mal absolut nicht realisiert habe, dass meine Festplatte vollgelaufen ist. Was in ein bisschen Chaos hier geendet hat, in dem Sinne, dass ich nicht mehr hier auf diesem Weg bin, zwischen der Mondfalter-Feste und dem Geistergate, der Geisterpforte. Und zwar, glaube ich, ist irgendwo hier die Aufnahme abgestunken und dann bin ich hier weiter zur Geisterpforte und dann weiter nach links. Aber ich bin nicht in die Geisterpforte reingegangen, weil ich nicht gemerkt habe, dass meine Aufnahme hier abgeschmiert ist. Da war ja so eine kleine Ruine, wenn wir uns recht erinnern. Und ich probiere das mal wieder mit Quicksaves, denen ich ja eigentlich nicht so ganz vertraue. Aber ich wurde darauf hingewiesen während der letzten Aufnahme, dass das nur meine eigene Einbildung war und die Quicksaves eigentlich super geil funktionieren sollten. Also laufen wir jetzt nochmal ein Stück zurück. Ich wollte mir nämlich die Geisterpforte eigentlich für ein anderes Mal aufheben, aber dann kann ich euch gleich mal zeigen, was hier so abgeht und wie das hier aussieht. Der Geisterwall. Ich kenne mich in der Story jetzt auch nicht so dermaßen pro-mäßig aus. Ich weiß eben nur, dass der große Geisterwall inklusive Geisterpforte... Oh, Jesus. Again! Aha! Mist, ich huste. Was ist das denn? Und es sieht wirklich sehr schlecht aus, was meine Schadenspunkte und alles angeht. Oh man. Moment. Mein Speer ist schon fast kaputt. Ich habe nur noch 78 Zustand von 400. Mein Schaden ist voll im Eimer mit dem Teil. Ich bin hier eigentlich derzeit voll am Verzweifeln. Nein, fehlgeschlagen. Nein, fehlgeschlagen, kein Mana mehr. Oh man. Und von diesen Viechern sind so unfassbar viele auf dem Weg hier. Das ist nicht mehr feierlich. Hilfe! Diese Klippenläufer sind wahnsinnig penetrant, aber ich werde mich jetzt für euch trotzdem hier auf dem Weg nochmal zurückbegeben. Dann kann ich vielleicht auch gleich mal bei der Geisterpforte meinen Mana wiederherstellen lassen. So, aber soweit ich weiß, ist dieser Wall dazu da, dass er so die Pest und die ganzen Krankheiten, die auf der anderen Seite des Walls, also in der Mitte des Roten Berges, sich befinden, was hier der Bereich ist, um die Pest und alles da drin irgendwie abzugrenzen von dem restlichen Teil von Wardenfell. Ich weiß nicht, ob das 100% korrekt ist, aber so habe ich das noch in Erinnerung, dass dafür der Wall gut war. Wahrscheinlich auch noch aus anderen Gründen. Aber ja. Geisterpforte hatte ich mir während der ersten Aufnahme... Oh nein, da ist schon wieder so ein Drecksvieh. Das Blöde ist ja, man kann auch von denen nicht gescheit fliehen, weil die einen immer wieder anstacheln und... Oh. Hau ab, Mann! Und man dadurch dann immer wieder so zurückstolpert. Komm schon, töte es! Mein Speer ist fast kaputt! Komm schon! Ja, ja... Und was ihr auch bestimmt schon festgestellt habt und auch in den Kommentaren zum Teil kam, ja, in Morrowind, Gott, ich mach keinen Schaden mehr mit dem Teil. Help! Ich bin hier am Verzweifeln. Oder warte mal. Gib mir mal das Ding. Stirb schon, du Mistvieh! Müssen wir auf Langwaffen umsteigen, weil einfach mein Speer keinen Schaden mehr macht. Und an der Anzeige habt ihr ja sicherlich auch gesehen, ihr könnt nun rasten, um ein Level aufzusteigen. Das wollen wir auch gleich mal machen. Hier kann man auf die andere Seite vom Geisterwall, ich glaube mit diesen Schaltern. Aber ich möchte da noch nicht auf die andere Seite, das ist ja nicht unser derzeitiges Ziel. Und das hört sich immer so, keine Ahnung, so nach Endgame an, der Bereich auf der anderen Seite der Geisterpforte. Deswegen will ich mich noch nicht damit befassen. Oh Gott, meine Werte sind sowas von im Eimer. Ich hoffe, hier gibt's irgendwie ein Bett oder so. Geisterpforte Tempel. Almsivi Wiederherstellung oder wie das nochmal hieß. Nee, Schrein von Velot.
Habe ich den jetzt übersehen? W-Lot. Hier, ja. Ja. Wiederherstellung. Oh, das bringt ja nur Mana. Aber das ist egal. Mana ist das Wichtigste. Den Rest können wir auch einfach so in einem Bett regenerieren. So, die neuesten Gerüchte. Ja, mir wurde nämlich auch der Tipp gegeben, hey, wenn du neue Quests willst, dann die neuesten Gerüchte, die führen dich oft zu irgendwelchen Quests hin. Tempel. Der Tribunalstempel steht für die ursprüngliche Religion des zivilisierten Morrowind. Ah, schön. Verehrt drei Gottkönige. Almalexia, Sotasil und Vivek. Ah, Vivek gibt es ja auch die Stadt. Wenn ich das recht noch in Erinnerung habe, dann hat Vivek da auch irgendwo residiert. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, sollte jedoch so sein. Und dann wurden mir noch verschiedene andere Sachen von euch mir gesagt, die ihr... Mir fehlt es an Geduld für eure Fragerei. Was immer ihr auch sucht, ich bin mir sicher, dass ich nicht weiß, wo ihr es finden könnt. Mi. Tempel beitreten. Genau. Weil ich mittlerweile in Erfahrung, dank euch gebracht habe, dass viele andere Let's Plays auf die Kriegergilde, Magiergilde, Diebesgilde, die Standardgilden vorstellen. Und dann würde ich sagen, die Kriegergilde machen wir auf jeden Fall, weil wir einfach ein Kriegercharakter sind und dann können wir uns so ein bisschen aufpushen. Aber ansonsten werde ich euch Dinge zeigen, die ihr vielleicht noch nicht überall anders gesehen habt. Zum Beispiel der kaiserliche Kult, kaiserliche Legion, die Tempel und solche besonderen Gilden. So. Die Doktrin des Tempels. Ihr verpflichtet euch gegenüber Glaube, Familie, Meister, das wissen wir ja schon alles. Jawohl. La 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 la. Aufgaben, wo können wir denn hier überhaupt überall hin? Die Pilgerreise der sieben Gnaden. Mir wurde auch einerseits als Tipp gegeben, Stone, versuch nicht von allen Gilden auf einmal was zu machen, da man für jeden Aufstieg in einer Gilde für eine Beförderung ab einer bestimmten Stufe dann Skills braucht. Das ist auch ein Unterschied, der dann ab Oblivion rausgenommen wurde. Weil in der Kriegergilde braucht man dann zum Beispiel irgendwie so Langwaffe und einen sekundären Skill. Bei jeder Gilde wird dann nämlich noch gesagt, die und die Skills gehören zur Gilde zum Aufsteigen. Aber ich kenne jetzt nicht alle auswendig, da müsste ich dann online nachgucken, ich bin mir nicht sicher. Pfad des Pilgers, genau, das ist ein Buch, dann können wir diesem Buch befolgen. Eine Pilgerreise. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil dann kommen wir so ein bisschen mehr durch die Welt. Kommt zu mir zurück, wenn ihr diese Pilgerreisen beendet habt. Die Pilgerreise zur Geisterpforte ist die gefährlichste. Aber da ihr bereits so weit gekommen seid, sollte der Rest kein Problem für euch sein. Nice, dann fangen wir genau mit dem schwersten Punkt an. Ihr solltet, während ihr hier seid, damit beginnen, den Schrein der Geisterpforte zu besuchen, der sich ganz in der Nähe nördlich der Pforte befindet. Nördlich? Oh oh. Ich will aber noch nirgendwo rein. Okay, die will uns noch nichts geben. Magie. Ah nein, da können wir selbst was machen. Zauber. Almsivi-Intervention wurde mir vorgeschlagen. Stone, ich glaube, das war Legacy-Zwerg. Du hast mir empfohlen, Almsivi-Intervention und göttlicher Eingriff. Da steht nämlich nicht dabei, was es genau bringt, aber es teleportiert mich zum nächsten Tempel einer bestimmten Art. Bin mir gerade nicht mehr so sicher, was für ein Tempel das nochmal war. Aber das ist angeblich ein sehr guter Weg, schnell zu entkommen von irgendeinem Ort, wenn es nochmal richtig knapp werden sollte. Und ich würde sagen, dann nehme ich das auch einfach mal. Einfach so ein Escape-Zauber, weil wir haben ja zwar auch hier noch einmal göttlicher Eingriff die Schriftrolle. Die wird uns dann auch nochmal aus Schwierigkeiten bringen, aber einen Zauber zu haben, das kann nie verkehrt sein eigentlich. Okay. Jetzt sind wir ja auch Mitglied, dann können wir vielleicht versuchen irgendwie... I don't know, hier haben wir ja zwei Türme. Es wäre so nice, wenn wir hier vielleicht irgendwo... ein Bett finden könnten. Oh, und ja genau, hier sind so schön viele Bücher. Mhm. Hallo. Nur Tränke, glaube ich, habe ich erstmal genug so ein bisschen vorgesorgt. Warte. Morgengrauen und Morgendämmerung. Dann ein anderer Tipp, ich glaube, der war auch von Aegidius. Mir wurde gesagt, achte vor allem bei den Büchern bei Dingen, die 300 oder in den dreistelligen Bereich gehen, so wie hier, Lehren 200, Lehren. Lehren des Vivek, Wert 200, da wertvollere Bücher oftmals Skills geben. Und tatsächlich, leichte Rüstung verbessert.
Ausgezeichnet. Dann 25 Wert bringt nix, 25 Wert bringt nix. Wollen wir gleich mal so ein bisschen testen. Oh, noch mehr Lehren, sehr schön. Veränderung, sehr gut, brauchen wir auch. Haus des Chaos. Nichts, Haus des Chaos, Haus des Chaos. Nee, nee, nee. Die Abbilder, ja, scheint echt so zu sein. Die billigeren Sachen bringen nichts. Anuade nacherzielt. Türen der Geister. Alchemie, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Scheint also recht zuverlässig zu sein, der Tipp. Beeilt euch. Hi. Habt ihr auch vielleicht irgendeine Kiste für mich zum Start? Ich glaube nicht, der Tempel ist sehr bescheiden. Sputet euch, ich habe nur wenig Zeit. Oh, schicke Sachen habt ihr hier. Ich glaube aber, ich darf mich trotzdem nicht einfach beliebig bedienen. Na gut, pass auf. Ach, das ist sogar einen besonderen Namen. Neuesten Gerüchte. Die kaiserliche Legion unternimmt herzlich wenig, Mitglieder der Antisklavereibewegung zu verfolgen und festzunehmen. Das ist doch ein bisschen heuchlerisch, meint ihr nicht? Sputet euch, ich habe nur wenig Zeit. Ah, kann man hier nicht warten? Hier darf man nicht rasten. Dammit! Schade, ich dachte, gerade in so einem Tempel wäre ich so... im sicheren Allerheiligsten. Scheinbar nicht. Okay, pass auf. Dann gucken wir nochmal, haben wir hier irgendwas außenrum oder ist das einfach nur so ein runder Gang, der mich komplett um diesen mittleren Bereich herumführt? Nein, hier scheint noch etwas zu sein. Ach, das führt mich wahrscheinlich jetzt einfach zum Ausgang, ist oder? Ist gut. Eine untere Ebene scheint es auch noch zu geben. Ah, schau mal. Ein kleiner extra versteckter Händler. Legionen der Toten, okay. Das Ding hat nicht mal einen Wert, sondern nur ein Gewicht. Übersicht. Oh, guck mal. Übersicht über Götter und Kulte in Tamriel. Also sollten wir besser auch... Oh, Wolfskönigin hat auch hohen Wert. Nahkampf. Also Sachen, die gar keinen Wert haben, da sollte ich auch mal nachgucken. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Es ist irgendwie wie verhext. Letzte Morrowind-Aufnahme, diese auch. Ich werde jedes Mal angerufen in der Zwischenzeit. Und gerade jetzt auch in diesem Moment ein Gespräch zu führen gehabt, was wirklich nötig war, was ich nicht hatte weiter aufschieben können. Und dann ist schon wieder eine Stunde Zeit vergangen. So schnell kann das gehen. Das ist der Wahnsinn. Wo? Wo waren wir jetzt? Hier finden sich alle Arten von Rätseln. Dammit! Sammeln und studieren Rätselbücher. Ja, das tun sie. Okay. Aber das Ding ist auch viel wert hier. 250 und hat mir keinen Skill gebracht. Also ich glaube, das ist vielleicht so eine ganz gute Faustregel, nach dem Wert zu gehen. Ihr wagt es, den Clan zu hintergehen? Was? Clan hintergehen? Von was redest du? What? Clan zu hintergehen? Ich habe nichts getan! So. Ich musste mir auch gerade... Oh, hallo, die hat aber viel Zeug hier. Musste mir gerade eben nochmal so ein bisschen überlegen, wo ich als Letzte stehen geblieben bin, weil... ich jetzt so eine lange Pause hatte. So, wir können aber mal hier so die ganzen Dolche und alles Mögliche verkaufen. Und eigentlich den Speer auch schon fast verkaufen. Zustand 30 von 400. Ich mache gar keinen Schaden mehr mit dem Ding. Chitinspeer 5 bis 13. Oh, die sind so müllig. Das Ding kostet 80. Das ist alles so teuer. Oh, man. Oh, hat die vielleicht eine Hose? Ich brauche eine Hose. Wasserspeer. Oh, Wasseratmung für 100 Sekunden. Oh, ich dachte jetzt schon, oh, amazing. Vielleicht macht er Wasserschaden. Nein, nicht ganz. Hat nur eine Verzauberung, die mir nicht so wichtig ist. Ebenerz-Schulterplatten. Wert 12.000. Oh, mein Gott. Oh, ich habe auch bei der einen letztens gesehen, bei Galbedir in der Magiergilde. Der große Seelenstein hat 60.000 gekostet. Wow, okay, wow. Das war ganz schön crazy. Oh, Lebensenergie wiederherstellen auf einem Schild. Wert 150, oh Gott. Okay, wisst ihr was? Ich verkaufe mal nur die Sachen, die hier ein bisschen zu schwer sind. Ich habe ja noch das Schwert jetzt vorerst, ne?
Das will ich mich ja erstmal nicht kaufen. Ach komm schon, abgelehnt. Oh. Nice. War übrigens auch einer der Tipps, der mir gegeben wurde. Weißt du was, Stone? Wenn die nicht den Handel sofort annehmen, klick wie ein Wahnsinniger, dann geht's irgendwann. Ich meine, für die 15 mit euresgleichen gebe ich mir ungern... Hoppala. Jetzt mag sie uns wieder. Ja, das ist noch die eine Sache hier, die in Morrowind der Fall ist. Dreht euch weg, sprecht nochmal mit der Person und plötzlich ist wieder alles in Ordnung. So. Kurz mal testen. Ich darf nicht einfach hier so pennen, oder? Oh. Ja. Mögen unsere Herren gnädig sein. Okay. Laden wir nochmal kurz. Ich wollte nur nochmal wissen, weil wenn ich Gegenstände klaue, dann ist es ja klar, dass ich sofort ausgestoßen werde. Aber ist es auch tatsächlich so, wenn man einfach nur hier kurz mit irgendwas... Ne, so ein Bett. Ich habe mich noch nicht mal richtig schlafen gelegt. Yo! Euch. Das wusste ich nicht. Also werden wir tatsächlich instant sofort ausgestoßen und die Leute hassen uns bis auf die Leber. Pest. Wie die Pest. Ja, genau. Wie die Pest. Ich weiß nicht, wie ich von Pest auf Leber komme, aber ich denke mal, wenn man die nicht Pest hat, jetzt. Dann geht's der Leber auch nicht so gut. Also, meine ne? Zeit ist kostbar. The more you know. Wir lernen stets dazu mit Stone und seinem unglaublich inakkuraten Wissen von Krankheiten und so. So, wo, was? Über was haben wir gerade geredet? Ich mach einfach mal weiter. Lasst euch nicht von meiner Verwirrungstaktik beeinflussen. So, ich habe auch festgestellt, Zauber, die sehr teuer sind, brauchen viel Skill. Zauber, die billig sind, brauchen wenig Skill. So in aller Regel mal, ne? Was kaufe ich mir denn hier so feines? Telekinese sollte ich mir auch früher oder später kaufen. Aber wisst ihr was, ich lasse es erstmal. Ich habe wirklich nicht so viel Asche derzeit, um hier großartig mit Geld um mich werfen zu können. Finde ich aber schade, dass ich... Ich weiß nicht, kann ich hier vielleicht in den Betten schlafen? Das ist ja so ein Gemeinschaftsraum. Geht das? Darf ich das? Müssen wir vielleicht mal testen. Darf ich das? Oh, man. Okay, laden wir nochmal schnell. Ich weiß ja nicht, da sind ja 4 Betten. I don't know. Wir können ja mittlerweile eine Stufe aufsteigen. Sogar schon... Schaut mal, 18 von 10, ich kann schon fast 2 Stufen aufsteigen, aber ich finde einfach kein Bett, in dem ich auch schlafen darf. Das ist total doof. Mann, ich gehöre schon zu euch mehr oder weniger und ich darf in keinem einzigen Bett schlafen. Ich kann auch nicht rasten, bis ich geheilt bin, geht auch nicht. Meine Zeit ist kostbar, fasst euch also kurz. Na gut, okay. Dann müssen wir uns jetzt wohl oder über hier verdünnieren. Wohl oder über, genau. Über jetzt alle Maße müssen wir uns verdünnisieren. Ja, wisst ihr was? Dann hau ich mir mal kurz hier die Wohltat rein. Okay. Hat beim ersten Mal funktioniert. Ausgezeichnet. Und dann gehen wir einfach vorerst mal wieder. Ich habe sicherlich noch ein paar Bücher verpasst, aber es wird ja noch viele Bücher später noch geben, ne? Also es waren ja nicht die einzigen Bücher. Ich gehe nur ganz kurz rein. Ich habe echt Angst, dass ich mir irgendwie die Pest zuziehe oder sowas auf der anderen Seite. Deswegen, wir huschen ganz schnell rein. Ich will nur die Pilgerreise, da diesen Schrein finden. Wo auch immer er ist. Das weiß ich nämlich leider nicht. Oh man, da fängt schon der rote Sturm an. Der wurde mir nicht auf meiner Karte zufällig oder so. Nee, natürlich nicht. Im Norden haben die gesagt, roter Berg. Oh man. Oh Gott, wie der Himmel sich sofort fällt. Das erinnert mich sofort an Oblivion und oh Gott, das sieht echt ungesund aus. Ich will nur den Schrein, ich will nur den Schrein, ich will nur den Schrein, ich will nicht die Pest, ich will nur den Schrein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht so gefährlich aus. Ich will gar nicht hier weiter reinlaufen. Wo ist der Schrein? Ihr sagtet Norden, das ist gemein. Oh mein Gott. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Offensichtlich nichts Gesundes. Da sind wieder diese verdammten Klippenläufer. Die sind mir sowieso... Oh nein, Zombies, oder? Jetzt stoßen wir hier schon auf irgendwelche pestkranken Viecher. Ich mache nur die Pilgerreise. Ich komme in Frieden. Oh
Gott, wo ist das Ding? Yasu-Mine. Nein, nein, nein. Ich will hier in keine Minen gehen. Ich bin ganz friedlich unterwegs. Okay, den habe ich jetzt am Hintern. Ich habe nur keine Lust, da die Vögel hier irgendwie... Hau ab! Nein! Geh weg! Ich bin aufgeregt. Korpuswandler. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Ich suche nur den Schrein. Ich weiß nicht mal, wie so ein Schrein aussieht. Ich habe keine Ahnung, in was für eine Richtung ich hier gehen muss. Aber der Tempel befehligt mir, mich hier lang zu bewegen. Norden, hat er gesagt. Ich halte mich gerade eiskalt Richtung Norden. Oh Gott, ich habe mich schon so weit in Richtung Norden bewegt. Die Karte ist kleiner als erwartet. Oh Leute, 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 da ist schon wieder so einer. Moment, Stichschaden ist wahrscheinlich der niedrigste Stoßschaden, oder? Nein, geht sogar. Okay, vorsichtig. Oh, shit. Okay, hat mich nur einmal getroffen. Der Schaden war Korpustränen. Okay. Ich räume die Leichen mal bewusst nicht weg, damit ich weiß, was für einen Weg ich lang gegangen bin. Aber solange ich nur nach Norden gehe, soll... Athletik verbessert. Warum kriege ich die Meldung, ich sollte rasten? Athletik gehört doch gar nicht zu meinen Hauptfertigkeiten. Ich glaube, das kriegt man bei jedem Skill ab, oder? Ja. Ah, wo ist dieser Schrein? Leute, ich bin mir so unsicher. Okay, das ist hier zu steil. Hier geht's nicht weiter. Hier kann ich gar nicht hochlaufen. Oder? Nein. Ob man sich auch die Pest einfangen kann, einfach nur, wenn man hier unterwegs ist? Ich war jetzt wirklich... Ich bin den ganzen Weg, bis es nicht mehr ging, nach Norden gegangen. Und die... Oh, man... Hier, die Reise der sieben Gnaden. Beginnen, den Schrein der Geisterpforte zu besuchen, der sich ganz in der Nähe, nördlich der Pforte, befindet. Ganz in der Nähe. What? Hier war die Geisterpforte, ganz in der Nähe. Also ich bin jetzt fast den gesamten Weg, fast sogar ins Zentrum des Roten Berges gerannt. Also, Leute, wenn es ganz in der Nähe ist, dann muss ich doch bestimmt nicht so weit nach vorne laufen, also bitte. Oder ist der hier? Aber hier knicke ich nach Westen ab. Das kann auch nicht der richtige Weg sein. Nein, da hinten sehe ich schon wieder das andere Ende vom Geisterwall. Nein, nein, nein. Oh, ganz in der Nähe. Los, helft mir, die Augen offen zu halten. Seht ihr irgendwo den Schrein? Ich weiß auch nicht, wie groß der Schrein ist. Ist das nur so eine... kleine Säule, wie die Schreine, an denen man auch beten kann? Oder ist das richtig so ein großes Teil? So wie zum Beispiel in Oblivion oder Nerim, so eine riesige Statue? Oh, shit, shit! Nein, ich habe keine Ausdauer! Oh, no. Komm schon, komm schon. Ausdauer wiederherstellen, yes. Hey, die heißen immer noch Morgenlufttränke in Morrowind. Töte es! Töte es! Töte es schneller! Sehr gut. Puh, also ich muss sagen, das Kampfsystem im Morrowind finde ich natürlich schlechter als zum Beispiel in Oblivion oder Skyrim, weil hier muss man noch mehr nur klicken wie ein Wahnsinniger. Aber was ich hier hingegen gut finde ist, hier musst du wirklich auf deine Ausdauer aufpassen. Weil wenn du nicht auf deine Ausdauer aufpasst, triffst du gar nichts. In Oblivion triffst du ja immer einfach. Mit weniger Ausdauer machst du weniger Zauberschaden, du stolperst ein bisschen leichter zurück und solche Sachen. Aber in Morrowind triffst du nicht mal mit deinen Attacken. Oh, da ist der Schrein. Oh, sehr gut. Das knickt nach Nordosten ab. In der Hinsicht finde ich das Ausdauermanagement in Oblivion in Morrowind deutlich besser. Gib ihm! Sehr gut. Gott, diese Klippenläufer. Ich werde mich echt nicht wundern, wenn ich die Pest habe, wenn ich hier wieder rauskomme.
Ich weiß nur noch, dass die Pest richtig doof war. Weiß nicht mehr warum. Wollt ihr einen Seelenstein spenden? Ach, das hättet ihr mir früher sagen müssen. Zum Glück habe ich Seelensteine dabei. Die Gnade des Stolzes. Danke für euren Stolz, Fürst Vivek. Ich werde nicht an mir, meinem Volk oder meinen Göttern zweifeln, sondern sie ehren und auf meine mir vererbten Rechte bestehen. Ah, okay. Schöner Text. Oh Gott, Kampfmusik. Woher? Gott, ich dampfe ja so förmlich vor mich hin. Was habe ich hier gerade bekommen? Magie festigen. Ah, nett. Das ist gut. 127 Mana von 90. Und sogar ein Schildzauber. Sehr schön. Wie lange halten die bei mir? Steht nicht da, oder? Schade. Ich hau sofort wieder ab. Ich machte die Pilgerreise zur Geisterpforte. Genau. Und jetzt im Questlog kriegen wir gar kein Update. Also müssen wir hier den Pfad des Pilgers lesen und selbst herausfinden, was für ein Stopp der nächste sein könnte. Oh, holy Jesus. Der Geisterwall wird sogar als letzter Stopp hier angegeben. Sehr schön. Ich glaube, dann hätten wir schon mal den schwierigsten Stopp der Pilgerreise. Der Pilgerreise. Geht alle weg. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Macht die Tür zu. Was? What? Wo kommt das her? Oh, du hängst mir am Hintern. Sogar zwei, um Himmels Willen. Warum wollen mir die NPCs nicht helfen? Oh Gott. Alle schöne Runde sterben. Ich wollte schon von Nerim automatisch die Waffe, ne? Gegenstand nicht genug Ladung. Oh, jetzt das auch noch. Himmels Willen. In anderen Spielen rennen euch hier die Wachen zur Hilfe. Okay, hier habe ich jetzt keine Waffen, ne? Dumm gelaufen. Aber trotzdem. Okay, Leute, ich habe nicht die Pest abbekommen. Alles ist super. Dann, hier auf der Map, was ihr sicherlich gesehen habt, vorhin als wir vorbeigelaufen sind, hier ist so ein kleines X. Wird nur auf der lokalen Karte gezeigt. Ich habe den Zauber Markieren hier benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt auf Rückkehr drücke, können wir jederzeit hierher zurückkommen. Ich dachte mir, vielleicht wäre das so ganz nett, direkt vor dem Eingang der Geisterpforte hier so einen kleinen Speicherpunkt zu haben. Also das, wo wir jederzeit wieder zurückkehren können. Das könnte hier ganz praktisch sein. Wie, Gegenstand hat nicht genug Ladung? Wieso habe ich dann gerade eben wieder Schaden gemacht? Merkwürdig. Oh, man. Oh, ich habe schon zwei Level-Ups, Leute. Kriege ich dann überhaupt alle Punkte investiert? Muss ich zweimal schlafen? Ich habe keine Ahnung, wie das dann abläuft. Moment, ich speichere mal kurz ab. Tempel. Hoffentlich habe ich jetzt keine Stufe verschwendet oder so. Aber ich habe einfach kein Bett, wo ich schlafen kann. Ich muss wieder zurück nach Balmora. Und alles nur wegen dieser doofen Steinblume. Das ist nicht... Oh nein. Wo bist du?